Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Thomas Sabern, zertifizierter Börsenhändler der Börse Frankfurt. Um Gottes Willen, wow, jetzt wäre es fast passiert. Ein Schreck. Okay, heute DAX Future Analyse. Und ja, was haben wir jetzt hier gesehen? Oder wir haben den Versuch gesehen, dass es über die 17.256 Punkte ein neues Allzeithoch gab. Darüber hinaus kam eben nichts mehr und der Freitag steht mehr oder weniger so da, als wäre nichts gewesen. Was feststeht, ist, dass Kaufdruck nach neuem Allzeithoch auf jeden Fall anders aussieht, zumindest aus Sicht des Tagescharts. Denn es ist schon fast ein Doji hier geblieben und somit zeigt das wiederum die Unentschlossenheit trotz neuem Allzeithoch, dass die Bullen hier offensichtlich erst einmal keine große Lust haben, wieder mit am Start zu sein. Somit haben wir erst einmal wieder ein klares Signal ja, aber Anschlusskäufe nein. Und dementsprechend sollten wir nun aufpassen, was über diesen 17.077 Punkten passiert, ob er sich hier weiter drüber halten kann und die 17.600 Punkte erreicht und oder ob er wieder hier zurückkommt in diese Seitwärtsbewegung. Und dann wären wir wieder da gefangen, wo wir die ganze Zeit über gestanden haben. Und das wäre dann eben dieser Bereich zwischen 16.900 und 17.120, 30 Punkten. Dementsprechend leider nicht das erhoffte Spektakel am Freitag, das wurde dann halt eben wieder zurückgeworfen, aber vielleicht dennoch die große Chance jetzt mit der neuen Handelswoche hier weiter Gas zu geben. Denkt dran, am Montag ist großer Feiertag in den Staaten, von daher DAX alone at home und das bedeutet meist, wenn überhaupt, geht da was vormittags und dann ist die Luft halt eben auch wieder raus. In diesem Sinne, gute Handelsentscheidung und bis bald. Tschüss.